Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Doors. Heute mal ein bisschen später, aber dafür mit der Geschichte, wie ich den Server getötet habe. Ja, in der letzten Folge habt ihr ja gesehen, dass wir hier einige Sachen aufgebaut haben, um Essenzen zu farmen. Und ich hatte dann auch noch ein bisschen daran weitergebaut und dachte eigentlich, alles wäre cool. Denn ich hatte die ganze Anlage ein bisschen umgebaut. Ihr seht sie jetzt schon wieder. Ja, abgewrackt beziehungsweise abgebaut, so halb. Was hatte ich gemacht? Ich hatte ja die ganzen Conveyor Belts hier zwischen und dann habe ich mir gedacht, ja gut, ist vielleicht alles ein bisschen viel, wenn das hier alles, ihr habt ja gesehen, wie krass die funktioniert haben, diese Garden Cloaches, die jetzt immer mehr Überhand in diesem Projekt nehmen. Ich hoffe, es passiert nicht noch mehreren das, was hier passiert ist. Denn ich habe die Belts laufen lassen und habe gedacht, okay, vielleicht sollte ich nicht so viele Items durch die Welt laufen lassen. Hatte also hier, wo diese Eisen-Chests jetzt stehen, Trash-Chests angebracht. Und diese Trash-Chests sorgen ja dafür, dass Dinge dort hineinwandern. Und die habe ich dann abgesaugt hier mit den Item-Conduits. Und alle dort hineingewanderten Dinge, die nicht rechtzeitig abgesaugt werden würden, werden dann von den Trash-Chests vernichtet. So war die Theorie. Allerdings hatte ich hier Speed-Upgrades drin, 11 Stück in jedem Conduit. Und das Ganze hat wohl dann zum Crash geführt. Also nicht die Belts an sich, sondern die Tatsache, dass andauernd die Conduits versucht haben, aus den Chests etwas rauszuziehen, obwohl nichts da war. Jetzt habe ich dann zwischendurch noch was anderes probiert, und zwar das Ganze mit den Item-Routern von Immersive Engineering zu machen. Das funktioniert zwar, laggt aber extrem. So, was habe ich also mir überlegt? Ich habe also rausgefunden, diese Garden Cloaches, genau, das habe ich nämlich vorher auch noch gemacht. Habe das Ganze verkabelt mit Conduits, wollte jede Cloach einzeln absaugen. Das habe ich festgestellt, hat nicht funktioniert. Habe ich inzwischen auch bei Katze gesehen. Was jetzt ich ausprobiert habe oder was ich festgestellt habe, ist, diese Cloaches exportieren und zwar von alleine. Sie exportieren von alleine in, ja, in Inventare. Und ihr seht das hier eventuell, ja, die funktionieren gerade, wenn auch sehr langsam. Hier habe ich mal beispielsweise zwei stehen lassen. Was kann man machen? Man kann also jetzt eine Chest da vorstellen. Ihr seht das an der Stelle. Das hat funktioniert. Jetzt habe ich den Strom da abgedreht oder irgendwas. Wasser ist auch weg. Nee, aber was man machen kann, man kann diese Interfaces hier benutzen, denn diese Interfaces haben Inventare und da rein können diese Seeds und die Essenzen exportiert werden. Was müssen wir also machen? Die Seeds müssen wir entsorgen, denn wenn wir alles ins System leiten, die Essenzen landen automatisch hier. Das Ganze werden wir noch ein bisschen schlanker machen, aber die Seeds müssen wir entsorgen. Das habe ich jetzt erstmal da unten nur diese Teststation mit Redstone läuft. Ihr hört es gerade, es gewittert gerade im Hintergrund. Also ich hoffe, ich kriege die Folge noch runter, bevor es hier überhaupt nicht mehr geht, akustisch. Naja, auf jeden Fall werden hier gerade die Seeds rausgebracht aus dem System. Wir wollen aber nicht alle Seeds restlos verlieren. Deswegen habt ihr hier diesen Raum schon gesehen. Ich habe den mal ausgehoben, solange wie hier gerade noch Krach vor der Haustür war. Jetzt ist anderer Krach da, aber jetzt bin ich gerade dabei aufzunehmen und jetzt bleibe ich auch dabei aufzunehmen. Ich habe hier 84 Item Barrels hingemacht. Die habe ich nur anders gefärbt. Das geht mit einem, ich weiß gar nicht, irgend so einem Pinsel und so einem Hammer. Wie genau die heißen, weiß ich jetzt nicht. Müssten wir einfach mal hier reingucken. Das habe ich nämlich auch noch bis hier unten gelegt. Item. Machen wir vielleicht mal Add Jobber. Da ist es. Painter und Hammer. Mit dem Hammer kann man die Form verändern, mit dem Painter das Aussehen. Ich habe jetzt gerahmte Blöcke mit Eisenblock Look genommen. Habe hier noch 4 Pumpen reingestellt, die alle schön Strom von oben bekommen. Sieht ganz nett aus. Jetzt kommt hier unten, kommen die Pipes raus. Hier habe ich meine 6 Test-Cloaches. Da kann ich quasi dann Samen vorzüchten und so weiter und so fort. Hier ist ein Glas drin. So, hier ist weiterhin unser Feld für die Essenzen. Noch nicht so richtig effizient, aber
besser als gar nichts. Und diese ganze Anlage muss jetzt weg. Ja, um diese Anlage neu aufbauen zu können, brauchen wir einige von diesen Interfaces. Denn ich habe mir vorgestellt, wir können das mal beispielhaft hier an einer Stelle tun. Ich baue mal ein paar Clojures ab und dann zeige ich euch mal, wie ich mir das vorgestellt habe, was hier passieren soll. Denn es sind auch maßlos zu viele Clojures jetzt gewesen. Ich werde später wahrscheinlich für die wichtigeren Sachen werde ich zwei Clojures pro Essenz machen und für die unwichtigeren Sachen dann auch nur eine Cloche pro Essenz. Der Server läuft Tag und Nacht, das sollte kein Problem sein. So, ich führe das mal einmal hier mittig ein bisschen vor, was ich mir so vorgestellt habe. Und zwar soll es so aussehen, dass wir diese hier nehmen. So, so, so und so. Dann kann hier in der Mitte wieder der Boden rein. Zack. Dann müssen wir noch Folgendes tun. Und zwar hier außen ein bisschen aufräumen. Beziehungsweise ausräumen. Dorthin soll dann dieses hier. Alles, das Wasser soll dann kommen aus den vier Pumpen, die ich da eben in diesem Nebenraum, in unserem ja, Essenzlabor möchte ich das mal fast nennen. Ja, da sollen halt die das Wasser herkommen. Nicht die, sondern das. Das Wasser soll an der Stelle abgepumpt werden. Und in der Mitte soll dann ein Interface landen. Hier müssen wir vielleicht doch nochmal unten was einziehen, dass es deutlich wird, dass da eine Glasscheibe ist. Interface habe ich schon mal zwei, drei vorbereitet. Eben das eine da zum Test. Zwei weitere sind ebenfalls am Start. Das Interface soll in die Mitte kommen und dann könnte auch eigentlich der Boden weg und dann kann man von unten ein Kabel ziehen. Müssen wir jetzt nicht zwangsläufig machen, nur mal beispielhaft. So, dann kann das Interface nämlich hier hin und dann können die vier Garden Clojures so versorgt werden. Möglicherweise sogar dann von unten mit Fertilizer, das halte ich mir noch offen. Ganz sicher aber mit einer Abschaltautomatik. Da werden wir uns noch irgendwo so eine Kammer an die Seite bauen und werden eine große Redstone-Schaltung bauen, so ähnlich wie die von der automatischen Mobfarm in Rise of Minecraft. Wer das Projekt nicht kennt, einmal gerne in die Playlist gucken bei mir auf dem Kanal Rise of Minecraft, was ich vorher gespielt habe. Da habe ich eine Mobfarm automatisiert, die immer nach dem Bestand geguckt hat und dann automatisch abgeschaltet hat. Genau so soll das hier auch sein. Das heißt, ich werde Redstone-Conduits verlegen, die diese einzelnen Clojures, denn die funktionieren mit Redstone-Signal, abschalten, wenn genug da ist. Wenn meinetwegen es sind 10.000 Redstone-Essenz drin oder lasse 20.000 sein, dann sagt er, okay, schalt mal Redstone ab, reicht so langsam. So in der Art soll das Ganze funktionieren. Ja, und dann würde ich sagen, beginnen wir auch damit. Was wir dazu allerdings brauchen, ist, und jetzt packe ich mal kurz hier die Redstone-Seeds weg. Die Ordnung hier soll sein, dass alle Essenzen hier reinkommen, bis auf diese Crafting-Essenzen, davon nur die Inferium-Essenzen, und zwar Tier 5. Da sollen hier die Seeds rein. Ansonsten natürlich die Seeds der Essenzen, nicht die Essenzen selbst. Die Essenzen sammeln wir im System oben und hier unten nur die Seeds. Und das sind auch kleine Barrels ohne Upgrades. Das soll einfach nur dafür sorgen, dass nichts wegkommt. Das heißt, Seeds aus dem System werden immer weggeschmissen und hier eben nicht. Die bleiben drin. Und jetzt möchte ich mal kurz hier eine Sache noch ändern, denn das nervt mich tierisch. Ich will immer selbst dagegen laufen, obwohl ich es selber gebaut habe. So. Und auf der anderen Seite auch. Da machen wir vielleicht mal die Porzellan-Clay-Bricks bis ganz unten hin. Sonst laufe ich da noch 10-mal dagegen. Bricks an der Stelle mal diese bitte einmal hergeben. Ups. Und dann erst aus dem System raus, danach schreiben. Zack, zack, zack. Und dann noch
diesen Diorit. Ich habe mich mal hier für den entschieden. Ich finde diese neueren Vanilla-Blocks, die seit 1.8 dabei sind, werden immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und warum sollen wir die nicht benutzen, wenn es die gibt? Ich finde die eigentlich hier für unsere Industrieanlage, sage ich mal, ganz hübsch. So ist auf jeden Fall schon deutlicher geworden, dass es da nicht weitergeht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Was brauchen wir? Wir brauchen Autocrafting. Und zwar Autocrafting von nicht Lanterns, sondern von diesen Interfaces. Und da müssen wir uns mal angucken, was brauchen wir für die Interfaces. Das ist einmal dieses Interface. Hier ist das Fluid Interface. Das ist einfach nur ein Interface mit Redstone und einem Eimer. Das genau brauchen wir nicht. Wir benötigen dieses Interface. Dafür brauchen wir Importer, Exporter und Basic Processors. Basic Processor ist dieses wunderbare Teil hier. Da würde ich mal vorschlagen, brauchen wir als allererstes einen Solderer, der Autocrafting kann. Was brauchen wir dafür? Einen Crafter und natürlich den Solderer. Crafter. So. Können wir davon welche bauen? Es fehlt uns das in der Mitte. Das ist nicht das Problem. Davon bauen wir mal ein Stack, denn Essenzen haben wir ja genügend. Quartz enriched Iron. Zack. Darum müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. So. Was brauchen wir noch? Crafter, das hier unten sollte auch kein Problem sein. Und dann, jo, da ist es. Bauen wir mal ein paar Crafter. Wir brauchen ein Solderer, der macht Silicon, ein Solderer macht Eisen, ein Solderer verbindet alles. Damit haben wir schon mal Basic Prozessoren. Dann lasst uns das noch mal durchgehen. Für das Interface brauchen wir Basic Prozessoren, das haben wir. Importer braucht Cable, das ist ein Crafter. Dann brauchen wir Basic Prozessor damit. Und ja, dann haben wir es im Grunde. Falls ich mich vertan habe, noch einen mehr. Ansonsten brauchen wir jetzt Solderer. Solderer sollten auch recht easy sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jetzt habe ich 13 gebaut, macht nichts. 1, 2, 3, 4. Da ich mir noch, jetzt bin ich trotzdem dagegen gerannt, da ich mir noch gar nicht sicher bin, wo am Ende Autocrafting hin soll, beziehungsweise ich habe schon eine Vorstellung, aber das ist hier und hier kann erst ausgehoben werden, wenn wir mit dem ganzen Mist hier mal komplett raus sind. Würde ich vorschlagen, dass wir mal wieder ein Provisorium nutzen. Denn sonst wäre es ja auch nicht hier dieses Doors Let's Play, wenn wir alles gleich an seinen richtigen Platz stellen würden. Das ist ja wohl inzwischen bekannt. Wir machen also ein Provisorium, stellen das erstmal da auf die leere Fläche und fangen an mit Cablen. Cable habe ich da nicht. Cable. Da. Mal ein Stack bitte. So, und in der Zwischenzeit möchte ich ganz gerne sogenannte Speedcards craften. Mal gucken, ob ich die auf die Schnelle finde oder ob die überhaupt so heißen. Wir suchen mal nach Add Refined Storage. Refined. Und da müssten auch gleich schon die Kärtchen sein. Genau da sind sie. Speed Upgrades, dafür brauchen wir Upgrades, dafür brauchen wir Improved Processor. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, worauf können wir denn verzichten? Das kann da rein. So, und was brauchten wir dafür noch? Redstone und Sugar. Gehen wir mal erstmal hoch. Denn ich hatte hier so eine wunderbare Maschine. Zack. Die verhältnismäßig ein wenig automatisiert. Und mit Redstone und Sugar sollten wir dann in der Lage sein, ein paar Speedcards auto zu craften. Also nicht auto zu craften, aber beschleunigt zu craften. Damit wir unsere Anlage dann auch ein wenig beschleunigen können. Denn so würde mir das zu lange dauern. So.
Wenn wir dann hier die Cable fertig haben, das ist wirklich, ich meine, ich mochte oder mag immer noch und mag es auch nach wie vor lieber das System von Applied Energistics 2 mit den ganzen Channels und so, aber für so ein Projekt, wo man wirklich auch dann versucht, ein bisschen auf die Zeit zu achten und ja, ein bisschen den Leuten was zu zeigen. Da ist es doch ganz angenehm, wenn das so laufen kann. Jetzt habe ich natürlich viel zu viele Kabel verbraucht, aber die brauchen ja im Grunde keine wertvollen Rohstoffe, deswegen lassen wir es mal so. Solderer werden wir an die Stellen setzen. 1, 2, 3 hatte ich, glaube ich, gesagt. Ich glaube, der eine macht Basic Silikon, der andere macht Eisen. Der nächste craftet die Basic-Prozessoren zusammen. Dann hätten wir die Solderer fertig. Habe ich einen zu viel gebaut, macht nicht so viel. Gut, dann 2, 3 Crafter vielleicht. Jetzt habe ich nur 2 hier, macht aber auch nichts. Ein Crafter, 2 Crafter. Wie gesagt, vorläufiger Aufbau. Dann will ich noch Importer haben. Könnte ich eventuell mal hier schnell bauen. Importer 1, 2, 3 an der Zahl. Ich weiß gar nicht, ob die Solderer auch so zurückgeben. Sicherer ist es, wenn wir, jawohl, wenn wir das so machen. Und natürlich kann man die auch drehen. Wusste ich natürlich. 1, 2. So. Solderer am Start und Crafter am Start. Jetzt müssen wir nur noch nach und nach die Rezepte einspeichern. Und das können wir jetzt auch hier unten, denn wir haben ja dieses Pattern Grid hier unten. Und dann schauen wir doch mal gerade nach. Ich glaube, da ist das Interface. Dann fangen wir mal mit den normalen Rezepten an. Pattern hatte ich hier. Die werden wahrscheinlich nicht reichen. So, dafür brauchen wir aber Cable. Die gehen da drauf. Dafür brauchen wir Quartz Enriched Iron. Das können wir auch mal gerade hier einspeichern. So, wir können Cable craften und wir können die Importer craften. Was brauchen wir für Importer noch? Die Destruction Cores und die Improved Processors. Das heißt, okay, gleich nicht schlafen, er braucht eine Hexe. Okay, das sind erstmal Sachen, die wir schon mal in die Crafter legen können. Das muss jetzt auch nicht super effizient sein. Das ist, wie gesagt, nur vorläufig. Dann benötigen wir etwas, das braucht Advanced, nein, Improved. Improved. Wir brauchen das und wir brauchen das. Und wir gehen mal in diese Maschine. Nein, dafür brauchen wir noch mehr. Wir brauchen dafür das. Wir brauchen Silicon, Silizium. Dann müssen wir wieder nach oben, denn da habe ich ein paar gepresste Siliziumplatten. Müsste ich zumindest vorbereitet haben. Ja, genau. Dann diese, diese, diese. Und dann müssen wir das Ganze mal konzentriert durchgehen. Wir brauchen noch Gold. Gold haben wir nicht mehr so viel, werden wir aber ändern. Aus Gold wird das, bitte, und aus Eisen, ach, clear bitte, aus einem Gold wird auch nur einer von diesen hier. So, auf das Pattern mal bitte. Dann müssen wir das mal kurz löschen. Gerade noch rechtzeitig bemerkt. Dann muss ich mal kurz ein Eisen hier rausnehmen. Zwei Eisen hier rausnehmen. Und ihm sagen, aus einem Eisen wird das. Clear, Eisen, das. Das kann der ebenfalls. Dann kann ich ihm sagen, aus dem Redstone und
Printed Silicon wird dann... Na, komm schon, weg damit. Wird ein Basic-Prozessor. Ach, doch, auch nicht 17. Das ist echt so des Todes nervig. Entschuldigung. Es wird ein. Jawohl, einer daraus. Dann können wir ihm noch sagen, das bleibt drin. Setzen das mal dahin stattdessen und sagen ihm, daraus wird ein solcher Prozessor. Was wir ihm dann noch beibringen müssen, ist, dass daraus, und zwar aus nur einem davon, dieser hier wird. Und das sind dann schon die Rezepte für den Solderer. Wir können das bauen. Das. Okay, dann gehen wir zu den Solderern. War nur ein bisschen Theorie gerade, dass ich genau drei aufgebaut habe. Wir brauchen schließlich mehrere verschiedene, mehrere verschiedene Grundzutaten. Aber ich glaube, so kriegen wir es trotzdem ganz klug aufgebaut. Das heißt, das müsste jetzt schon automatisch funktionieren. Dann haben wir das schon da drin. Dann müssten wir jetzt nur noch mal schauen. Den Importer müssten wir dann vollständig bauen können. Das können wir, das können wir, das können wir, wenn ich mich nicht täusche. Genau, das, beziehungsweise den einen können wir noch nicht. Wir können den, mal kurz geschaut. Den können wir noch nicht. Beziehungsweise, das war jetzt unklug. Das war jetzt unklug. Hier können wir es einspeichern. Glowstone. So. Den auf Diskette. Und den auch noch in den Crafter. Dann sollten wir aber in der Lage sein, genau das zu craften. Einmal nochmal geguckt. Der Importer braucht einen orangenen, einen goldenen. Den können wir. Okay. Der Exporter braucht den. Und das können wir. Und das Interface an sich, das ist das Relay, das braucht einen Exporter, einen Importer und einen Basic-Prozessor. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch einem Solderer beibringen, auch ein Relay zu machen. Das machen wir hier. Interface haben wir glücklicherweise noch da. Und dann können wir mal die Maschine testen. Display... Only Craftables. Importer. Crafte mal einen. Start. Dann müssen wir ihm natürlich noch beibringen, was der Exporter kann. Craft einen. Start. Der Exporter, den müssten wir jetzt hier in der Maschine noch einspeichern. Exporter. Zack. Der muss natürlich ebenfalls eingespeichert werden. Nur zu können, was er braucht, alleine nutzt natürlich nichts. Das teilen wir jetzt noch ein bisschen klüger auf. 1, 2, 3 und die wandern hier rüber. Zack. 1, 2, 3. So, jetzt sollte das System aber in der Lage sein, einen Exporter zu bauen. Das packen wir mal alles ins System. Exporter, Craft, ein Start. So, wir haben einen Exporter, wir haben den Importer und wir haben einen Basic Processor. Basic und die zusammen ergeben in der Maschine einen Basic Processor, ein Importer, ein Exporter. Wir machen das mal so, wie es im Rezept steht. Interface, Importer, Mitte. Machen wir das so. Importer, Exporter. Einfach nur für mein Gewissen. Macht ein Interface. Wir brauchen ein Pattern. Normal. Wir haben kein Pattern mehr. Dann müssten wir das noch schnell craften können. So. Und wir natürlich müssen wir dem System auch noch beibringen, Pattern zu craften.
Aber ich würde mal sagen, das machen wir in einer anderen Folge. Wir können jetzt nämlich unsere Interfaces autocraften und dann werden wir uns in einer der nächsten Folgen damit beschäftigen, das hier mal lagfrei aufzubauen. Große, große Entschuldigung an alle, die jetzt tatsächlich wegen dieser Server-Sache eine Folge nicht bringen konnten. Und ja, ich werde mich irgendwie da öffentlich bei der Stadt für revanchieren. Ja, ich werde jetzt hier gleich offscreen noch das Kabel durchziehen, damit wir die Autocrafting-Sachen von da hinten wieder online haben. Das sollte relativ zügig gehen. Vielleicht mache ich das auch gerade doch noch onscreen. Das ist ja alles online hier. Dann reicht es einfach von hier ein Kabel rüberzulegen bis zum Crafter. Und dann sollte hier alles wieder online sein. Dann können wir die Sachen, die wir zuerst eingespeichert hatten, auch nutzen. Und dann sollte da auch Sand zu Silikon gehen. Haben wir das hier drin? Sand zu Silikon? Sand zu Silikon. Okay, das war's an dieser Stelle von mir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Guckt bei den anderen vorbei. Die haben auch sehr wunderschöne Sachen gebaut. Eins wollte ich noch machen, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich wollte diese Anlage hier dann auch mal zeigen, wie sie funktionieren soll, denn wir wollten noch Jellurium Essenzen machen aus Jellurium Seeds. Die habe ich nämlich vorbereitet. Haben wir im System kein Jellurium mehr. Der Zufall will es, dass wir hier wirklich noch 7 Ohr haben. Das machen wir nochmal ganz schnell, auch wenn die Folge jetzt schon spät dran ist und jetzt schon auch sehr spät, sehr lange geht. Das machen wir noch. 4 Stück brauchen wir hiervon. Zack. Jellurium Dust einmal durchbraten. Dann können wir uns nämlich das Farmen von Jellurium künftig sparen. Dann zeige ich euch, warum so viele Cloaches hier noch in diesem Versuchslabor, möchte ich es mal nennen, stehen. Wir gehen nämlich hierher und statt immer wieder Tier 5 Seeds zu craften, nehmen wir das Ganze einmal, schmeißen den hier rein und lassen die Cloach mal arbeiten. Das Ganze wird dann gefarmt automatisch und wird sich vermehren und dabei werden auch die Seeds rauskommen. Und die können wir dann hier weiter züchten. Zack, da sind schon Seeds rausgekommen. Die verteilen wir jetzt nach hier hin. Und so können wir automatisch Seeds generieren und haben den großen Vorteil, dass wir die nicht immer craften müssen. Das wollte ich noch gezeigt haben. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei den anderen Kandidaten vorbei. Lasst mal Grüße und eine Entschuldigung von mir da. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und schönen Abend noch und tschüss.